Herzlich willkommen zurück zu Factorio. Und ja, ich habe ein paar Mods installiert. Zum einen Meilensteine. Okay. Warum auch immer die jetzt hier aufpoppen. Genau, und zwar sagt er, nach wie vielen Stunden man welches Ziel im Grunde erreicht hat. Das kann man sich dann im Grunde hier auch noch einmal bei den Meilensteinen anschauen. Genau, ne? Etwa nach 19 Minuten, plus minus eine Minute, das ist jetzt hier geschätzt. Die haben wir schätzungsweise nach 3 Stunden erreicht und dann haben wir eben hier noch andere Meilensteine, die wir dann vielleicht noch erreichen. Dann habe ich eine Mod installiert, die ermöglicht es uns, das sieht man dann hier, die Effizienz und die Reichweite von Radaren noch zu steigern. Die heißt Big Brother 2.0. Fand ich ganz lustig. Könnte vielleicht ganz hilfreich sein, macht aber, glaube ich, sollte dann aber auch nicht zu übermächtig sein, um irgendwas kaputt zu machen. Dann habe ich eine Mod installiert, da seht ihr hier eine Farbenblindheitsmod. Und zwar wird die Verschmutzung jetzt in Blau angezeigt. Das ist herrlich, weil auch für mich deutlich besser zu erkennen. Was ist das eigentlich hier oben für weißes Zeug? Ach so, das ist dann wahrscheinlich das Beißernest, ist dann auch nicht in Rot, sondern in Weiß dargestellt. Genau, und die Netzwerke sind dann auch nicht mehr in Rot und Grün, da weiß ich auch nicht, wer sich das da ausgedacht hat, sondern dann entsprechend in Blau und in Gelb. Vielleicht hilft das ja hier dem einen oder anderen auch. Die Mods werde ich dann auch unten in die Videobeschreibung packen, die Links dazu. Genau. Ich kann dann auch noch eine Mod sehr empfehlen, die es einem ermöglicht, auf einem anderen Planeten zu starten mit Space Age. Das ist auch ziemlich witzig. Da werden dann die, wird der Forschungsbaum dann so angepasst, dass man natürlich dann auch den vernünftigen Fortschritt hat. Genau, hatte ich jetzt mal getestet. Funktioniert super. Heißt aber natürlich auch ein Planeten, habe ich mir jetzt schon mal angeguckt. Ja. Aber das kann auch nicht schaden. So, wir sehen die Forschung hier, die läuft richtig gut an. Derzeit erforschen wir Stromnetze 1. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich machen wollte als nächstes. Haben wir jetzt noch irgendwas komplett Neues? Wir haben rote Förderbänder zur Auswahl. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Stahl stellen wir, glaube ich, her. Hier unten. Jetzt habe ich auch wieder eine Woche nicht gespielt etwa. Da muss man natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ziegel haben wir mehr als genug. Die Förderbänder hier sind alle voll. Die Öfen arbeiten aber nicht alle. Das heißt, hier könnte man, wenn man jetzt noch mehr Eisen... Wir brauchen jetzt auch gar nicht mehr Eisen. Die arbeiten nicht, weil sie nichts mehr rausbringen. Und auch Stahl hier läuft voll. Krass. Wir kriegen dann die besseren Stromnetze, also auch bessere Strommasten. Das wäre vielleicht auch mal attraktiv, sie dann entsprechend zu automatisieren. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir das machen. Ja, das sollten wir machen. Die brauchen wir und dann müssen wir diese gammeligen Holzstrommasten nicht mehr benutzen. Ansonsten könnte man hier auch überlegen, wie ihr seht, Forschungspakete hier laufen richtig gut, dass wir hier nochmal so 2, 3, 4 Forschungslabore hinstellen. Also ganz ideal stehen sie ja im Grunde nicht, ne? Wir müssen mal gucken, wie wir dann später die anderen Forschungspakete reinbringen. Obwohl, ja doch, die können wir dann hier andersrum dann durchgeben lassen. Ah ja doch, dann ist es doch gar nicht so schlecht. Dim, diddle, dim. Ja, jetzt warten wir noch eben auf die letzten Forschungslabore. Stellen wir jetzt hier nochmal so 2 Stück hin. Aber das kann ich gar nicht dahin stellen. Okay, dann muss das hier hin. Oh, okay. Und das kann hier hin. Dann sind wir auch bald einmal rum. Dann brauchen wir hier Greifarme. Dauert natürlich jetzt, ne, bis dann entsprechend auch die Pakete hier drin sind. Können wir auch mal durch blaue ersetzen auf lange Sicht. So, Stromnetze haben wir. Und die Frage ist, in welche Richtung wollen wir als nächstes gehen? Hier sehen wir jetzt auch diese neue Forschung. Was macht die? Effekt. Wir haben bessere... Ja, irgendwas haben wir dann. Wir werden sehen, was wir dann haben. Aber gut, das steht momentan nicht zur Debatte. Genau, die Frage ist, in welche Richtung wir uns jetzt weiterentwickeln wollen. Eine Möglichkeit wäre, dass wir jetzt sagen, wir gehen jetzt mal Richtung Militär. Dass wir Militärforschungspakete herstellen können.
Oder wir machen erstmal das Forschungstempo hoch. Oder den Werkzeuggürtel. Solarenergie wäre auch natürlich nicht schlecht, in die Richtung zu gehen. Wir machen jetzt erstmal das hier. Ja, und die brauchen ja schon ziemlich lange, hier rüber zu gehen. Wie haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also 13 blaue brauchen wir schon. Dann machen wir die erstmal fertig. Und dann würde ich gerne dann mal gucken. Achso, Solarenergie bringt uns natürlich jetzt erstmal noch nichts. Aber das ändert sich auch noch. Im Grunde wäre es dann ganz gut, hier noch so einen zweiten im Grunde zu machen, dass wir dann so die Hälfte jeweils hier haben. Anstatt, dass es hier immer rumgrabbelt. Also jetzt habe ich den falsch rumgesetzt. Okay, dann kann es auch nicht funktionieren. Dann gucken wir mal, ob der Rest jetzt passt. Ansonsten kommt das jetzt aber überall an. Okay, ja, das ist mit den Schnellen deutlich besser. Perfekt. Also, Laborforschungstempo läuft. Dann gucken wir doch mal, was die neuen Strommasten brauchen. Mittelgroße Strommasten brauchen Stahlträger, Eisenstangen und Kupferkabel. Okay. Kupfer haben wir hier. Eisen haben wir hier. Stahl haben wir ganz unten. Dann ist jetzt die Frage, machen wir die jetzt eher beim Stahl oder eher beim Kupfer? Wahrscheinlich eher beim Kupfer. Eisenband haben wir auch hier langlaufen. Wir können das aber auch da oben dann herausnehmen. Dann können wir im Grunde auch, naja, das eigentlich hier so beim Wald machen. Dazu brauchen wir jetzt aber erstmal wieder ein paar Fabriken, nämlich 3 Stück. So, dann brauchen wir erstmal, warte mal, wie bauen wir sie denn mal hin? Sagen wir mal, wir bauen hier jetzt unsere Strommasten. Dann brauchen wir einmal, genau, dann kann von hier Kupfer kommen. Von hier kann Eisen kommen, wenn der Strommast nicht im Weg wäre. So, den einmal kurz anders setzen. So, so, so. Dann können wir den hier abreißen. Zack. So, der produziert mittelgroße Strommasten. Der produziert Eisenstangen, der produziert Kupferkabel. Dann holen wir uns hier jetzt einmal Kupfer weg. Okay, das ist ein bisschen blöd, weil ich hier, ja, dann müssen wir das im Zweifel nochmal umbauen, dass wir den hier hochlegen. Das ist jetzt nicht ganz ideal. Aber was soll man machen? So, so, so. Dann müssen wir hier einmal uns Eisen holen. Das passt auch. Ich nehme hier aber auch gern nochmal die blauen. Die wären eigentlich ganz cool noch zu automatisieren. Aber jetzt auch nicht unbedingt notwendig. So, dann haben wir Eisenstangen und dann brauchen wir noch Stahl. Den holen wir uns einmal von hier unten. Ist auch vielleicht nicht doof, wenn wir dann hier schon mal so ein längeres Stahlband haben. Ist ein bisschen blöd, weil wir jetzt, ich muss mal gucken, wie wir hier an diesen vorbeikommen, an diesen ganzen Geschichten. Ich hätte mir vielleicht auch nochmal Fließbänder holen sollen vorher, denn da werden wir einige brauchen. Die sind hier drin. 200 Stück. Perfekt. Ja, also im Moment kann man sich hier echt nicht beklagen. Es läuft ganz gut bisher. Aber gut, erstmal. So, dann können wir. Achso. Den einmal wegholzen. Der macht eh nicht mehr viel. Okay, Laborforschung haben wir erhöht. Wir können die Laborforschung auch noch ein zweites Mal erhöhen.
Das machen wir mal eben. Ja, wir machen jetzt erstmal die Forschung schneller. Da hat man zwar erstmal nichts Spannendes dann raus. Also wir haben keine Untergrundfließbänder. Okay, warum nicht? Auch das wäre vielleicht noch etwas, was man automatisieren könnte. Wo müssen wir eigentlich hin? Da. Okay, dann gehen wir so am Radar vorbei. Jetzt brauchen wir aber Untergrundfließbänder. Jetzt müssen wir hier nur einmal ein bisschen durch den Wald durch. Und dann müssen wir hier hoch. Ja, irgendwann wird er halt dran glauben müssen, fürchte ich. Oh, schon wieder keine Fließbänder. Fünf nur. Hier nochmal wegholzen. So. Und dann kommen wir hier genau an. Das ist ja hier wie geplant. Zack. Und dann haben wir hier eine Kiste und da kommen dann die, ja, zwei Stacks sollten reichen. Von den mittleren Strommasten rein. Ah, dann müssen wir die nicht immer selber bauen. Mal gucken, ob es funktioniert. Jawohl. Okay. Eine Fabrik ist ein bisschen wenig mit den Eisenstangen. Ich will aber jetzt keine zweite Fabrik da noch reinbauen. Aber ihr seht, ne, die hat keine Pause, die arbeitet effizient. Die schafft 2 pro Sekunde. Der braucht 4 pro Sekunde, also eigentlich bräuchte man jetzt hier 2 Stück, damit es dann auch bei voller Effizienz ist. Ah, dann muss ich das Layout hier nochmal ein bisschen ändern. Aber eigentlich wäre es ja schon schön, wenn wir das hier dann richtig machen. Das heißt, wir brauchen noch eine zweite Fabrik. Achso, nee, wir nehmen einfach eine Montagemaschine 2. Was soll der Geiz? Haben wir echt schon Automatisierung 2 erforscht letztes Mal? So, es müsste doch dann jetzt gehen, oder? Eisenstangen. Der stellt 3 pro Sekunde her. Nee, das hilft dann tatsächlich nichts. Dann ist die Pause kleiner. Aber reicht trotzdem nicht. Na gut, dann nehmen wir halt... da. Noch eine Montagemaschine 2. Ich muss mir echt mal Zahnräder auch mal irgendwie eine Kiste machen, dass ich mir da was regelmäßig rausnehme. Nee. Ich glaube, ich muss dann hier mal eben ein bisschen abholzen, dass ich ein bisschen Übersicht habe. 1, 2. Dann brauchen wir hier noch einen Greifarm. Und zwar genau da. So. Dann haben wir jetzt hier... Na, wie war denn das? Was nicht mit STRG? Alt? Nee. Gott. Ich möchte den Marker bitte weghaben. Ah, machen wir jetzt so. Ah, hier. Und... Rein, rein. Zack. Zack. Oh, okay. Wir benutzen jetzt noch die letzten 8 Strommasten hier und danach sind die für die Tonne. So, und der hat jetzt nicht genug Stahl. Das ist auch interessant. Das muss hier also alles hier mit den schnellen Greifis gemacht werden. Jawohl, jetzt funktioniert's. Ja, weil die will man dann ja auch schnell haben.
Perfekt. Jetzt haben wir tatsächlich mal eine Stahlabnahme, erstmal eine regelmäßige, beziehungsweise, naja, auch nur solange eben, wie es da eben ist. Wir haben so viel Stein im Inventar, dann werden wir jetzt einmal kurz Inventar aufräumen. Und zwar können wir hier einmal in unsere Müllkiste was reinpacken. Da haben wir nämlich noch diese hier, die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Lampen verteilen wir bei Nacht und ansonsten habe ich so viel Kohle. Wo brauchen wir denn Kohle? Hier brauchen wir Kohle. So, die will ich nicht mehr. Was soll ich mit Kohle im Inventar? Ist auch schon alles voll. Zack. Zack. Ah, den hatte ich nicht. Zack. Und Stein. Ich habe sehr viel Stein. Ich habe ja auch einige Felsen weggehauen. Hier wird Stein benötigt. Geht natürlich auch nur begrenzt oft. Ansonsten hauen wir jetzt einfach hier noch eine Kiste hin. Können wir auch eine gute alte Holzkiste nehmen. Die hier einfach... Ja, genau. die hier einfach Stein hinpackt. Zack. So, die Kohle, die werde ich jetzt hier auch noch bei den Öfen los. Da haben wir auch noch die alten Öfen. Naja. Was soll's. Dann haben wir noch Eisenerz. Oh, apropos, hier ist schon leer. Aber den könnten wir doch bestimmt... Habe ich mir die nicht hier ins... Doch, da. Ja, 1,1k. Perfekt. Und die Forschung ist durch. Wunderbar. Ja komm, ich habe Bock auf Militärforschung. Oder auf Solarpanels. Motoren wäre halt auch nicht schlecht. Dann könnte man schon mal Richtung Züge gehen. Und Richtung Flüssigkeiten. Das wäre dann so der nächste große... Oder das nächste große Ding. So langfristig wollen wir ja so auf die nächsten Forschungspakete gehen. Zum Beispiel für Chemie. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Aber Militärforschung, komm. Habe ich Bock drauf. Boah, und wie schnell das geht. Wir können im Grunde schon mal gucken, was wir dafür brauchen. Wir brauchen rote Munition, Granaten und Mauern. Mauern stellen wir schon her. Gelbe Munition stellen wir auch schon her. Die wird dann in rote weiter bearbeitet, glaube ich. Stahl und Kupfer. Dann würde ich die Produktion... Naja, hier haben wir schon Stahl und Kupfer. Mauern haben wir aber da unten. Das ist dann jetzt wieder die nächste Frage, ne? So, dann werden wir das hier noch einmal erforschen, dass wir es einfach haben. Okay. Hier haben wir Stahl und Kupfer, das heißt, hier können wir die rote Munition... Und Eisen, also hier können wir die rote Munition super herstellen. Da unten haben wir allerdings... Gut, dann können wir die rote Munition runterbringen. Das wäre ja kein Problem. So, das ging jetzt auch schnell. Dann können wir die Radareffizienz nochmal machen. Es scannt dann entfernte Sektoren schneller. Ich weiß nicht, was das hier bedeuten soll. Weg. Aber ja, insgesamt sollte hier dann die Reichweite, denke ich, besser sein. So. Schnelleres Scannen der Sektoren. Einfach, dass wir hier auch schneller dann etwas entdecken. Hier haben wir zum Beispiel wieder Aliens entdeckt. Da müssen wir uns nochmal ein bisschen angucken, wie wir das machen. Was mir so ein bisschen fehlt bisher, ist das nächste Eisenfeld. Da haben wir Öl. 199%. Hier haben wir 281%. Also auch nicht das beste Ölvorkommen. Und hier kommen wir auch bald mit der Verschmutzung hin. Also dann wäre es auch ganz gut, in eine Verteidigungsanlage gegebenenfalls schon mal zu investieren. Dann machen wir noch die Feuerrate für Projektilwaffen höher. Und jetzt laufe ich gerade so viel hin und her. Wir nehmen diese Forschung, diese Produktion einmal raus. Wir brauchen dann auch keine gelbe Munition mehr. Wir bauen hier hinten. Ich meine, hier haben wir auch den Vorteil, dass wir hier riesiges Waldgebiet haben. Ja, bauen wir das erstmal dahin.
Hier müssen wir dann auch nochmal dicht machen. Irgendwie so. Und hier in den Süden müssen wir auch nochmal. Wir haben 1000 grüne Wissenschaftspakete hergestellt. Ich mache das jetzt auch nicht, um hier irgendwie zu posen oder so, aber es ist einfach nur, weil es mich interessiert. Ich es ganz lustig finde, wenn die ab und zu mal was aufploppt, weil dafür sind wir einfach auch zu gemütlich unterwegs. Ne? Das sind jetzt hier. So. Das Schöne ist, hier haben wir ja auch Kohle, die wir dann ja auch wieder benutzen können. So. Hier wollen wir herstellen rote Munition. Dafür brauchen wir blaue Munition, gelbe Munition. Gibt's blaue Munition? Oh, diese Zahnradgeschichte. Ich hole mir jetzt Zahnräder. Wir haben ja ein Zahnradband. Kann man auch von halten, was man will. Aber ich. Oh. Hol mir jetzt hier Zahnräder weg. So. Müssen halt gucken. Momentan sieht das aber auch noch ganz gut aus mit den roten Forschungspaketen. Ne, die fressen wir jetzt hier gerade ganz gut weg. Die brauchen wir ja immer für jede Forschung. Ich denke mal, so sind wir jetzt aber, was Forschung angeht, auch ganz gut dabei. Wobei so für die Optik, ne, ich möchte hier eine Reihe auf jeden Fall drumherum haben. So. Dann brauchen wir einmal eine Fabrik, die uns herstellt gelbe Munition. Beim Militär gelbe Munition. So. Die stellt 0,5 pro Sekunde her. Der braucht 0,16 pro Sekunde. Das heißt, wir haben hier ein deutliches Überangebot. Das heißt, wir können uns hier auch eine Kiste gönnen für die gleiche Fabrik. Obwohl, nee, das ist Blödsinn. Die brauchen wir ja nicht. Das heißt, wir können eigentlich auch hier zwei Fabriken draus machen. Das heißt es doch. Das war natürlich Shift. Okay, Projektilwaffen haben wir. Dann können wir nochmal wieder Radar weitermachen. Oder wir machen Landfill. Landfill brauchen wir für Gleber. Dann machen wir jetzt einmal Landfill. Und das ist natürlich auch nicht richtig. Wir machen mal so ein Setup. Mal was Neues. So. Rot. Rot. Dafür brauchen wir jetzt Eisenplatten. Eisenplatten können wir uns hier wegholen. Am liebsten von hier. Und wir brauchen ja auch Kupferplatten, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, wir brauchen, was brauchten wir noch? Kupferplatten und Stahlträger. Ja, perfekt. Wobei, dann würde ich eher Kupfer und Stahl auf einen Band packen. Jetzt wird es hier schon insgesamt sehr voll. Okay, das ist doof. Ja, wir kommen uns hier einfach selber ins Gehege mit unserer Kupferproduktion. Das ist ein bisschen bescheuert. Aber was müssen wir machen? So. So, hier muss Eisen reingeschaufelt werden. Wie nichts Gutes. Dann Kupfer und Stahl und dann haben wir es schon. Hier haben wir Stahl. Den holen wir uns einfach von hier. Und Kupfer haben wir ja sowieso hier oben. Den holen wir uns jetzt einfach mal hier. Und dann würde ich die gerne hier oben irgendwie vereinen. Dass wir das hier nochmal umbauen müssen, ist, denke ich, klar. Dann können wir das jetzt auch einmal hier lang machen oder auch nicht. Landaufschüttung haben wir fertig. Dann holen wir uns nochmal den Werkzeuggürtel für mehr Inventar.
Da ist mein Stahlband. Dann haben wir jetzt hier Kupfer und Stahl und können das jetzt hier mit ranführen. Und können das dann jetzt hier einmal... Ja, im Grunde können wir es auch so machen, ne? Zack. So. Fehlen die aber wieder. Zack. Und dann hier rein. Dafür müssen wir aber den noch einmal setzen und den setzen. Und dann haben wir hier die, um es wieder rauszuholen. Und dann haben wir jetzt hier ein Band mit Munition. Und wir holen uns hier natürlich auch selber noch einmal die Munition wieder raus. In eine Kiste mit, weiß ich nicht, 4 Stacks. Oh, sie sind alle. Das ist aber schade. Dann können wir die hier einmal rausholen. Holen uns diese hier und packen die hier rein. Zack. Genau, dann können wir mal gucken, ob das funktioniert. Da ist der auf jeden Fall überfordert. Das muss da ordentlich reingeschaufelt werden. Und beide arbeiten, wenn ich das richtig sehe. Und wir haben Munition. 0,32 pro Minute. Wie viel braucht der hier? Weiß man noch nicht so genau. Kommt dann sicherlich auch auf das Dings dann an. Da müssen wir wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen erhöhen, könnte ich mir vorstellen. Ach, es gibt dann nur noch einmal Werkzeuggürtel. Okay, interessant. Hab ich gar nicht gedacht. Tore sind eine wunderschöne Sache. Oder wir machen die Radare nochmal besser. Denn wir brauchen Eisen. Da hinten ist Eisen. 304.000. Okay, das ist gut. Und Stein. Eisen und Stein direkt nebeneinander, das ist ja großartig. Das heißt, hier reicht es, wenn man dann einen Bahnhof macht. Dann müssen die natürlich irgendwann weg. Ah, da können wir mal besuchen. Okay. Das hier wird wahrscheinlich erstmal, vielleicht erstmal reichen. Wir brauchen ja auch nicht immer Militärforschungspakete. Und dann würde ich aber erstmal sagen, sind wir hier auch am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.